Okay, ich hab dieselbe. Okay, das ist die Lancer. Selbe Reichweite. Niedrigere Feuerrate. Hm. Aber 100 mehr Schaden. Gute Frage, ne? Ach, wir ersetzen sie mal. Also, wir bauen jetzt nur noch Tankkiller, aber behalten mal die alten Lancer. Vielleicht. Na, wär's noch nicht so genau. Will mich da noch nicht endgültig festlegen. Wär nett. Mein. Das Gewusel da, das kann eh kein Schwein mehr auseinanderhalten. Ich werde noch genug Einheiten verlieren, also von daher. Warte ich erstmal ab. Und jetzt kommt wieder die spannende Zeit, wo ich alles erforschen werde. Ja. Die überbrücke ich mit nichts. Ich schweige einfach. Pff, volles Gewusel. Das ist wie so ein Ameisenhaufen, ne? In dem er gerade so reingestochen hat und dann sind sie überall. Und wenn man nicht aufpasst, krabbeln sie an einem hoch und. Warum sehe ich da immer noch was? Was ist da? Ich meine, ich würde es verstehen, wenn ich da noch einen hellen Fleck habe. Warum habe ich da einen hellen Fleck? Das ergibt keinen Sinn. Das ist unlogisch. Dieses Spiel ist ganz schlecht programmiert. Es hält unlogische Stellen. Na komm. Lolo. Die Forschung dauert immer. Das ist der Wahnsinn. Pff, boah. In der Zeit kann man ja alles Mögliche machen. Zum Beispiel nichts. Grundlagenforschung abgeschlossen. Systemforschung abgeschlossen. Okay, achso, kann ich einfach nur jetzt irgendwo auf irgendwelche Einheiten draufschrauben, wie es aussieht. Was ich noch nie gemacht habe, irgendwie. Hm, Grundlagenforschung toll. Abgeschlossen. Pevernot Grube? Grube. Okay. Waffenforschung abgeschlossen. Batteriegebohr. Radfahrzeuge? Okay. Okay. Taugt das Ding denn was? Schauen wir doch mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn da? Also eine höhere Feuerrate, aber naja, Reichweite ist nicht so toll jetzt. Naja, es ersetzt wohl eher den alten Mercer, den ich schon gar nicht mehr hab. Naja. Naja. Ich setz lieber auf brachiale Feuerkraft. Aber wer weiß. Vielleicht kommt ja eines Tages der Zeitpunkt, wo ich den doch nochmal brauche. Und ich hasse es, dass ich da weder Fabriken bauen kann, noch auf meine Hauptbasis zugreifen kann. Ich kann nur verdammt viele Verteidigungsgebäude bauen. Was ich aber eh nie mache, so wirklich. Also doch, ja, ich baue Lancer, aber... Hey, warum kann ich eigentlich keine Tankkiller auf so Aufhängungen erforschen? Warum geht das noch nicht? Das geht doch sonst immer. Oder liegt da noch ein Artefakt drum? Auch hoffentlich nett. Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich hasse es. So, drei fährt man da runter, damit sie jetzt im Weg stehen. Eins fährt schon mal dahin. Das dauert jetzt eine halbfache Beschleunigung, noch halbe Ewigkeit, bis die mal da sind, alle. Egal. Speichern nochmal. Und ich habe fast 20.000 Energie. Grundlagenforschung abgeschlossen. Kann ich erforschen? Nein. Gebäudeforschung abgeschlossen. Panzer der Mörsergrube. Ja, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Dass es die gepanzerte Mörsergrube ist. Ich hätte gedacht, die wäre ungepanzert oder so. Hm, ne, kein Artefakt. Schade, schade, schade. Da ist es ein Artefakt drin, ne? Feindliche Basis ausgelöscht. Ne. Gut. Was ist dann? Ist Missionsziel erreicht. Alles klar. So viele Missionen können da jetzt auch nicht mehr kommen, also von daher. Will fortsetzen. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir haben gerade einen Raketenabschuss bei diesen Koordinaten geortet. Team Gamma entsendet Truppen, um die Abschussstelle zu untersuchen und weitere Abschüsse zu verhindern. Wir nehmen an, dass Nexus die Kontrolle über diese Einrichtung erlangt hat. Wir können weder feststellen, ob die Rakete atomar bestückt ist, noch was ihr Ziel ist. Wir raten zur Vorbereitung der Evakuierung ihrer Basis. Um ihre Basis herum wurden feindliche Luftabwehrstellungen eingerichtet. Diese müssen ausgeschaltet werden, wenn sie fliehen wollen.
Fliegen Sie mit den Transportern zur Landezone und zerstören Sie die Luftabwehrstellungen über den Landweg. Missionstimer aktiviert. Oh, scheiße. Hä? Wieso sehe ich da noch einen Fleck? Na, geil. Richtig, richtig geil. Jetzt fangen sie mit Atomraketen an. Oh, so eine verfickte Viehfick-Scheiße. Ich wusste es. Ich vergesse schon das Team. Warum will ich überhaupt Team da hinschreiben? Better müsste doch eigentlich reichen. Nein, du musst Team da hinschreiben. Okay, die schreiben wir noch schnell mal an hier, die Mission. Da schicken wir hier ganz viele Transporter. Ich wollte schon wieder Teleporter sagen, ja. Schick los den Scheiß. Krieg ich jetzt wieder von Rot-Satellitendaten, ja. Radardaten. Ja. Oh, Scheißendreck. Kann ich irgendwas erforschen noch? Nein. Hä? Also wir schießen schon wieder meinen Transporter. Ha, ich hab Transporter nicht. Oh Gott, das wird jetzt wahrscheinlich... Obwohl, das ist ja... im Prinzip eine Luftabwehr, ne? Von daher eher uninteressant. Also im Prinzip, ne? Fahrt mal da rauf, komm. Mach mal ein wenig schneller. Ja, also... recht human. Feindliche Basis entdeckt. Ja, gut, also. Feindliche Basis entdeckt. Das wird schon ziemlich schwer, ne? Also, nicht so wie beim letzten, wo ich gesagt habe, das wird einfach, dann wird es einfach. Nein, das wird schon diesmal richtig schwer. Ja, genau. Das sage ich jetzt auch nicht, damit die Mission vielleicht auch einfach wird oder so. Nein, das ist. Missionstimer aktiviert. Kann ich eigentlich noch irgendwas aufrüsten? Moment, das will ich jetzt mal kurz ausprobieren hier. Nein. Nein, geht nicht. Das wird automatisch aufgerüstet, okay. Das wollte ich nur wissen. Und meine Musik ist weg. Warum ist jetzt die Musik weg? Dramatische Stimmung wird aufgebaut, indem wir die Musik wegnehmen. Ja, genau. Toll. Toll, jetzt habe ich so eine fett befestigte Stellung mit Einheiten ohne Ende. Jetzt muss ich abhauen. Oh, ich hasse sowas. Das kotzt mir immer an. Du hast eine riesen fette Basis und dann... ja, dann ist alles weg. Naja, egal. Was genau passiert und wie viele Atomschläge uns treffen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dahin dann und so, ne? Tschüss.